Gucken wir uns die Demo an vom Zapper Diffuse the Bomb Simulator. Play Game. Slot 1. Ich hab einen Namen. Pascal Imperator. Anscheinend kann man sich auch ein bisschen umstylen. Ach, ich muss mich für drei Sachen entscheiden. Drucktoleranz bei Minen erhöhen. Codebreaking, Lockpicking. Immer den roten Draht. Ich bin nicht sicher. Warum habe ich das Gefühl, dadurch, dass ich unterschiedliche Perks habe, dass ich multiplayer-technisch unterwegs sein könnte? New guy, welcome to your new office. Police Force. Übrigens, das Spiel ist schon anders, als ich mir vorgestellt habe. Okay, look around and get comfortable. This workshop is all yours. Wir werden dir ein bisschen Equipment geben. Wir werden dafür sorgen, dass du alles hast, bevor die Mission startet. Manchmal musst du ein Objekt auseinandernehmen, um zu gucken, was im Objekt drin ist. Oh mein Gott, weißt du, wie das ist? Das ist jetzt schon... Ich habe schon ein Flashback mit dem, boah, mit diesen ganzen Automechanik-Dingern, ne? So, wir haben eine Bombenattrappe für dich hergestellt. So, Zeitbomben sind die ja am meisten, also die üblichsten, mit denen du auseinandergesetzt wirst. Um diese Bombe zu entschärfen, musst du die richtigen Drähte cutten. Lichter auf der Bombe werden dir jetzt sagen, welchen Draht du durchschneiden musst. Denk daran, dass du Bomben in eine gewisse Zeit entschärfen musst. Ich sehe schon, kein Spiel für Farbenblinde. Also das, wenn Bombenentschärfen so ist und der Bombenleger mir auch noch einen Farbcode mit hinterlegt, wo kann ich mich einschreiben? Scheint ein einfacher Job zu sein. Ich habe erst gedacht, jetzt kommt jetzt ein Samurai-Schwert.
So, da kann ich meine Experience upgraden. Wie du sehen kannst, hat der Agent einige Sachen für dich hinterlassen. Wie viele Bomben ich entschärft habe und ob ich noch am Leben bin. Und er zeigt mir an alle Agenten, die bis jetzt gestorben sind im Einsatz. Ich weiß zwar nicht, warum Albert Einstein da an der Tafel klebt, aber so soll es halt mal sein. Okay, wir haben Informationen über ein Paket an einem Busstopp in der Stadt, was wahrscheinlich zu entschärfen ist. Oh mein Gott, wir werden alle sterben! Ich hoffe, wir haben einen guten Bombenschutzanzug an. Okay, Rookie, be careful. Schau, was in der Box drin ist. Da ist eine Notiz drin. Wenn du das liest, bist du genau an dem Punkt, wo ich dich haben will. Während du durch diese Box durchgegangen bist, hatte ich genug Zeit, Bomben an mehreren Orten in dieser Stadt zu platzieren. Viele Leute haben alles verloren bei diesem, also an das System. Leute werden ihre Augen öffnen. Und ich bin der eine, der ihnen das Licht aufgehen lässt. Aber ich bin ein fairer Mann. Wenn du alle Bomben findest und sie entschärfen kannst, ist alles gut, aber es wird nicht einfach. Ich möchte sehen, wie gut du bist. Ich hoffe, du findest sie nicht. Wir müssen jetzt den gesamten Block absperren. Go back to the office. Richtig. Oh, er hat überall Bomben hier verstreut. Wir gehen erstmal zurück ins Büro und beraten uns über unsere Zukunft. Harry, fahr schon mal den Wagen vor. Ah, vielleicht musst du in ein Gebäude einbrechen. Lern bitte schnell Lockpicking. Ja, genauso wie in Elder Scrolls. Wir werden nicht rum, bis wir einen Täter gefunden haben. Das machen wir erstmal Mittag. Richtig. Erstmal Päuschen und Käffchen trinken. Decrypt-Tutorial.
da oben. Das wird Hacken sein. Ich habe heute schon mehrfach das Pipe-Spiel gespielt. Und das müsste Decrypt sein. Ja, das kenne ich von Mass Effect. Da ist nämlich Frogger. Es ist eigentlich so witzig, wie, sag ich mal, einfache Spielkonzepte einfach immer wieder auftauchen. Okay, wir haben den ganzen Block geräumt. Dann wieder zurück an die Arbeit. Das wird nicht deine letzte Mission sein. Wie viele Verbrecherbriefe sie wohl gespeichert haben, um randommäßig Missionen zu managen. So, schauen wir uns die Notizen an. Sie werden uns zu den Bomben ziehen. Also, alle Mülleimer checken. Toll, ohne einen Anhaltspunkt. Boah, lag da wieder eine Box am... Nee, da lag nichts. Wohin kann ich es in 4 Minuten schaffen? Eine Telefonzelle, die Stadt hat nichts anderes verdient, als zu sterben. Boah, ich kann nicht mal über ein Geländer hüpfen. Ich gewinne übrigens Zeit dazu, wenn ich Sachen auseinandernehme. Oh, eine Dosenbombe. Da ist ein USB-Stick drin. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob Bombenentschärfen wirklich so ist.
Aber ich spüre ein wenig den Druck. Kann auch an der Musik liegen. Und noch eine Box. Aber nur mit Turnschuhen drin. Eine Stinkbombe. Noch eine Stinkbombe. Kann ich eine Pause machen und in mein Büro wieder gehen? Es wäre, glaube ich, wieder Kaffeezeit. Ich dreck mir den Müll mit der Bombe. Der Gag ist, ich mache XP und wo kann ich die XP ausgeben? Ich glaube nur, wenn ich von der Mission zurückkehre. Ich mache definitiv schon zu viele gleiche Gegenstände auf. Levelende, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Weißt du, warum mich diese dramatische Musik erinnert? Der heiße Draht damals bei der 100.000 Mark Show. So alt bin ich schon. Naja. Ah, da waren die Schrauben von dem Ding. Also ist man erstmal immer noch von D-Mark in Euro umrechnet. Ah, kommt drauf an. Das musste meine Oma auch lange erklären, ey. Früher war alles billiger. Ja, Inflation und so. Traurig genug, dass die meisten Menschen nicht mal mit ihren Gehaltserhöhungen der Inflation entgegenwirken. Ich glaube, gleich habe ich alle roten Punkte. Weil gar nicht auf dem Haus rumtouren müssen. Das erinnert mich daran, dass ich auch ein Key habe für
Boah, ich glaube Mech Repair Mechanic schieß mich tot Typ. Wo ich gerade schon wieder so schön Schrauben entferne. In der tiefen Entspannung. Da muss mich dann Mechs reparieren. Battle-Mechs. Aber keine Lizenzierten. Weil ich glaube, Lizenz können die sich nicht leisten. In solchen Spielen. Ah, nächste Bombe. Wobei ich glaube, da hätte man sich vielleicht doch nochmal vom System her was anderes ausdenken können. Als so eine Lampe, die mir angibt, Major's Office? Eine politische Figur ist das Ziel? Das ist Terrorismus. Das ist bestimmt die Tür, vor der ich stand, wo ich noch nicht rein konnte. Mir noch gar nicht aufgefallen, wie erniedrigend die Umgebungsgrafik ist. Und es fehlen noch 8000 Sounds, glaube ich. Du musst einen Weg finden, um zu den höheren Fluren zu kommen. Moment, das habe ich doch gesehen. Ich muss außen rumgehen. Ich glaube nicht, dass das wirklich die Aufgaben sind eines Bombenräumkommandos. Normalerweise hängst du in einem total dicken Anzug rum, der, falls die Bombe hochgeht, dich schützt davor, dass dir nicht direkt der Kopf in die Stratosphäre geschlagen wird. Wobei der meistens auch nicht das Leben des Entschärfers rettet. Ja, willst du mir jetzt durch ein Fenster jagen oder soll ich darüber hüpfen? Der rote Punkt sagt mir, da wäre die Bombe. Blasebalke. Gibt nichts Giftigeres. Das sind die Bakterienschleuder der Neuzeit. Das sind Superspreader. Wenn das nicht hier ist, muss es eine Etage über uns sein. Ducken, also beziehungsweise mich auf den Boden legen und unter den Stuhl gucken, geht ja nicht.
Kacke. Ich habe so einen kurzen Moment darüber nachgedacht und habe. Es sah aus, als wenn das gar nicht lösbar ist an der Stelle. Weil die Endteile nicht funktioniert haben. Schöne Bombe. Beep, beep. Area secured. Ich habe jetzt die Bombe entschärft. Jetzt soll ich doch die Umgebung sichern. Mal gucken, ob es Fallschaden gibt. Ich bin super Bombenentschärfer, Mann. Sicher aber nicht erst die Umgebung. Wahrscheinlich sicher ist das Gebiet für meinen Ehrenorden. Ein sicheres Gebiet, damit ich die Bombe hier reinlegen kann. Trage die Bombe langsam. Langsam in den Kasten. Warum? Man soll wirklich nicht anecken mit der Bombe. Oh mein Gott, man darf es nicht zu schnell schwenken. Dabei ist es eine TNT-Bombe. Ich würde das ja noch bei leichten, also Sprengkörper, die auf Erschütterung reagieren. Aber reines, also Dynamit ist eigentlich ein relativ sicherer Sprengstoff ohne Zünder. Die Sparmaßnahmen der Polizei gehen mir etwas zu weit, wenn ich sehe, was einzelne Bombenräumer so machen müssen. Alles. Okay. Eine erledigt. Mehr kommen. Was sagt man zu solchen Spielen? Fette 10. Die schlechte Grafik hat auch kaum noch, Zünder ist ja noch drin. Hat ja auch kaum abgelenkt. Ach, das ist so wie andere Simulationsspielchen. Es ist halt okay, aber ich fand es jetzt nicht so bomb, obwohl ich jetzt sehe, dass zum Beispiel hier im Vorschauvideo die anderen Möglichkeiten des Lockpickings, das ist ja schon mal näher an Lockpicking als, sage ich mal, dieses einfache, wir gehen von vorne ran und drehen so ein bisschen, ne? Und die Entschärfung der Mine hier macht sogar ein bisschen mehr Sinn. Ich muss sagen, ich habe in ganz vielen Autosimulationen und Schieß-mich-tot-Sachen, ich habe schon so viele Schrauben aus Sachen rausgedreht, ich weiß nicht, ob mich das motivieren kann, irgendwas zu spielen. Vor allem simulierte Schrauben. Oh.
Aber ganz witzig, also Spaß hatten wir ja trotzdem.